sind gerade auf der Fähre und zwar von Emden nach Borkum. Wir wollen mit dem Fahrrad Borkum erkunden. Unsere eigenen Fahrräder haben wir nicht mitgenommen, das wäre uns doch ein bisschen zu unpraktisch, sondern wir leihen uns vor Ort Fahrräder und werden schauen, was uns die schöne Insel Borkum zu bieten hat. Die Anfahrt hier zum Borkum-Anleger war eigentlich sehr einfach. Parkplätze gibt es hier in Hülle und Fülle, etwa 200 Meter vom Schiffanleger entfernt. Ja, und jetzt fahren wir 2 Stunden nach Borkum mit der Fähre. Man kann auch einen Katamaran nehmen, dauert dann die Hälfte. Aber wir haben uns gedacht, wir haben ja Zeit, wir nehmen jetzt die Borkum-Fähre und wollen mal schauen, was uns da erwartet. Von Emden aus geht es durch den Dollart, raus in die offene Nordsee. Bereits auf der Überfahrt kann man die salzige Luft auf den Lippen schmecken und bekommt eine Vorstellung, wie der Wind auf der Insel wehen wird. Mensch, was ist da stürmisch hier? Stimmt, Windstärke 5 bis 6, würde ich mal sagen. Nach circa 2 Stunden erreichen wir den Hafen Borkum-Rehde. Nun heißt es umsteigen in die historische Kleinbahn, die uns noch 7 Kilometer weiterbringt bis zum Inselzentrum. Als einzige und größte ostfriesische Insel herrscht hier auf Borkum ganzjährig ein einzigartiges Hochseeklima. Denn anders als die Nachbarinseln ist Borkum immer vollständig vom Seewasser umgeben. Deshalb ist die Luft besonders arm an Pollen und reich an Jod. Der nahe Golfstrom sorgt dafür, dass es im Sommer nicht zu heiß und im Winter nie sehr kalt wird. Der weite Strand im Norden und Westen der Insel lädt ein zum Träumen und Entspannen. Der Wind verwischt die Spuren im feinen Sand und malt seine eigenen Bilder. Borkum wird nicht umsonst der schönste Sandhaufen der Welt genannt. Barfußlaufen am Strand, den Sand und das Wasser unter den Füßen spüren. Wenn sich die Nordsee bei Ebbe zurückzieht und die Muschelbank auftaucht. Segeln, Beachbuggy fahren oder surfen und mit einem Drachen übers Wasser segeln. Das alles und noch vieles mehr gibt es hier auf Borkum. Auf der nahen Seehundbank, Hohes Riff, lassen sich Robben und Seehunde beobachten. Seit neuestem zählt die Nordseeinsel Borkum zur Ems-Radwegfamilie. Während Emden als offizieller Endpunkt des Radweges gilt, wird Borkum als Pluspunkt gesehen. Also gehört für uns eine Radtour auf Borkum zum Pflichtprogramm.
so geht's los auf dem gekennzeichneten Rad- und Fußweg durch die Dünenlandschaft, vorbei am Strandcafé Seeblick in Richtung Ostland. Man mag es kaum glauben, auf der Insel gibt es ein gut ausgebautes und markiertes Rad- und Wanderwegenetz von ca. 130 Kilometern. Wenn es einmal ganz schnell gehen muss, kann man in rund 15 Minuten von Emden nach Borkum oder auch umgekehrt mit dem Flugzeug fliegen. Der kleine Flugplatz liegt mitten in der Natur und ist auch gern ein Ausflugsziel. Denn da kann man, wer hätte das gedacht, Flugzeuge beobachten. Hier in der geschützten Dünenlandschaft gibt's auch einen FKK-Strand. Und den hätten wir heute sogar ganz allein für uns. Naja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Wo soll's hingehen? Zur Aussichtsdüne? Zum Hafen? Oder lieber in die Bauernstuben? Ja, wo sind wir hier? Am Ostland. Ostland hier. Und Sie sind jetzt der hier in der Kutsche hier von der Kutsche. Von der Kutsche, die hier über Borkum fährt. Wie lange dauert denn so eine Rundfahrt hier? 2,5 Stunden. Mit Kaffeepause hier oben. Ja. Und was haben wir noch für Highlights hier unterwegs? Den alten Leuchtturm zum Beispiel. Ja. Heimatmuseum, Wahlknochenzaun. Und Sie können doch bestimmt so ein paar Geschichten erzählen hier, die Sie erlebt haben hier unterwegs hier auf dieser Kutschfahrt. So viele Geschichten kenne ich hier nicht. Ich bin ja nicht von hier. Ach, sind gar nicht von hier. Nee. Kommen Sie denn hergebürtig? Aus Wittgensteiner Land, sagt Ihnen das was? Ja, Wittgensteiner Land, hinten bei Siegen, oder? Genau, ja. Da die Richtung. Und wie kommt man dann hier nach Borkum? Der Liebe wegen, oder? Nee, nichts Liebe. Wie der Wind also weht, ne? Ja. Sind Sie der Einzige hier? Nein. Gibt es hier noch mehrere? Kutscher, ja. Die haben sechs Gespanne. Sechs Gespanne? Lieber Mann. Sechs Gespanne. So, seid ihr alle da? Es gibt vier Aussichtsdünen auf Borkum. Die Norddüne unweit dem Stadtzentrum, die Olle Düne in der Nähe vom Café Ostland, die Grüne Steh, also Grüne Stelle, im Südwesten der Insel und die vierte ist die Ostdüne, auch Sternklippdüne genannt. Sie ist die am weitesten vom Zentrum entfernte Düne. Ihren Namen hat sie durch die Flussseeschwalbe erhalten, die auf Borkum Sterrenk genannt wird. Wer kennt die steilen Berge von Borkum? Berge auf Borkum? Ja, das ist der kräftige Gegenwind, der uns auf diesem Teilstück entgegenschlug.
Um vorwärts zu kommen, mussten wir so stark in die Pedalen treten, da kann eine Alpenüberquerung nicht anstrengender sein. Borkum besteht aus zwei Teilen, dem West- und dem Ostland. Zwischen diesen beiden Teilen befindet sich ein niedriger gelegenes Gebiet, das sogenannte Tüskenöhr, plattdeutsch für zwischendurch. Dieses wurde bei Hochwasser regelmäßig überschwemmt. Das Borkumer Ost- und Westland wurden dabei voneinander getrennt. Um die Überflutungen zu verhindern, baute man im 19. Jahrhundert verschiedene Deiche. Bei den Baumaßnahmen wurden dem Tüskendör größere Mengen an Sand entnommen und dadurch entstand ganz nebenbei Borkums einziger See, der Tüskendörsee. Er steht unter strengem Naturschutz und darf nicht eigenständig betreten werden. Zahlreichen Vogelarten bietet er einen Platz zum Brüten. Über den Seedeich kommen wir zur Redestraße, nach Borkum-Rehde. Hier befindet sich der Hafen mit dem Anleger der Fähren und dem Katamaran aus Emden und Emshaven. Der Name Rehde bedeutet eigentlich Ankerplatz. Nicht weit entfernt vom Hafen liegt das Nationalparkschiff Borkumriff. Jahrzehntelang lagen Feuerschiffe als schwimmende Leuchttürme an bestimmten Positionen vor Anker, um die Schiffe frühzeitig vor gefährlichen Sandbänken und Untiefen zu warnen. So auch die Borkumriff, die mit ihrem Leuchtfeuer den Schiffen aus aller Welt den Weg in die Emsmündung zeigte. Heute ist die Borkumriff ein Informationszentrum und Museumsschiff und zeigt einen Einblick in den Lebensraum Wattenmeer. Nachdem wir die Insel mit dem Fahrrad umrundet haben, fahren wir vorbei am Upholmhof zum alten Leuchtturm, eine Empfehlung des Fuhrmannes. Schon im Jahre 1400 gab es hier eine Kirche. Den Turm der Kirche bauten die Borkumer zu einer Tagesmarke um. Und so erinnert der Eingangsbereich eher an eine kleine Kapelle als an einen Leuchtturm. Er ist umgeben vom historischen Walfängerfriedhof. Als er 1879 ausbrannte, wurde der neue Borkumer Leuchtturm errichtet. Die katholische Pfarrkirche Maria Meerestern ist eine von drei Kirchen auf der Insel Borkum. Ihre schlichte und doch kunstvolle Gestaltung verleiht Ruhe und Ausgeglichenheit. Eine kurze Pause nach der langen Radtour tut wirklich gut. Thank you.
du was? Wir besuchen mal eben unsere Oma. Unsere Oma? Das wäre hier. Ja. Oma hat bestimmt wieder Kuchen gebacken. Kuchen? Oder Windbeutel. Windbeutel, die sind richtig lecker, ja, hier. Die dreistöckigen. Und natürlich einen schönen Tee. Den möchte ich natürlich auch haben. Ja, damit uns ein bisschen warm wird. Ist doch ein bisschen kalt geworden. Okay, gehen wir mal rein. Ja. Das kleine Café hinter dem Georg-Schütte-Platz am Inselbahnhof ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Hier ist es so gemütlich wie in Omas Wohnzimmer. Und die riesen Windbeutel sehen nicht nur lecker aus, sondern schmecken auch vorzüglich. So, genau wie wir es gelernt haben. Zuerst die Krümchen kommen da rein. Und dann kommt der Tee, weißer Tee. Ich habe ja gelernt, man darf nicht umrühren, denn es gibt ja noch die zweite und dritte Tasse. Lecker. Der kleine Leuchtturm oder auch der elektrische entstand als Prototyp in Fertigbauweise. Den Beinamen der Elektrische erhielt er, weil er der erste elektrisch betriebene Leuchtturm in Deutschland war. Wer einmal einen Blick unter die Wasseroberfläche vor Borkums Küste werfen möchte, braucht dafür nicht unbedingt einen Taucherlehrgang buchen. Das Nordsee-Aquarium im Südwesten Borkums lässt den Besucher eintauchen in die Unterwasserwelt der Nordsee mit seinen zahlreichen Bewohnern. Die Aquarien sind alle von Hand und mit großer Sorgfalt gestaltet. Die Strandpromenade mit dem Musikpavillon ist schon fast ein Wahrzeichen von Borkum und immer wieder ein beliebter Treffpunkt bei den Inselbewohnern und seinen Gästen. Dem neuen Leuchtturm hier in Borkum. Neu ist er nicht mehr, der ist ungefähr 1879 erbaut worden. Hat eine Höhe von 65,5 Meter. 300 Stufen müssten wir erklimmen, um einen tollen Rundblick über Borkum zu genießen. Und das machen wir auch, denn wir wollen euch ja Borkum einmal von oben zeigen.
oben hat man eine tolle Aussicht über Borkum. Nicht nur die Leuchttürme auf Borkum geben eine Orientierung, sondern auch die drei Barken, das große und das kleine Kap und die Ostbarke. Sie sind wichtige Seezeichen und dienen der Schifffahrt als Navigation. Hier auf Borkum kann man den schönsten Sonnenuntergang der deutschen Nordseeküste erleben. Und in den Dünen am frühen Morgen den schönsten Sonnenaufgang. Wir sind wieder auf der Rückfahrt, auf der Fähre von Borkum nach Emden. Ja, ein Kurzurlaub geht schnell zu Ende. Borkum mit dem Fahrrad entdecken war sehr interessant. Die Fahrradwege auf Borkum, muss ich sagen, sensationell gut und vor allen Dingen gut beschriftet bzw. beschildert. Ja, das stimmt. Ich würde immer mit dem Fahrrad auf Borkum fahren, denn man kommt dann viel schneller von A nach B, man sieht viel mehr. Selbst in der Stadt Borkum haben wir mit dem Fahrrad viel schneller alle Sehenswürdigkeiten entdecken können. Ja, super gewesen. Ja. Ja. Unsere Radtour war ja auch toll, ne? Habt ihr ja gesehen, nach Ostland hoch, am Flughafen vorbei, dann zu den Aussichtsturm und am Westland wieder zurück. Also zu Fuß hätten wir es nicht ablaufen können. Nein, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, Borkum mit dem Fahrrad entdecken. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank und demnächst sehen wir uns wieder auf unserer nächsten Tour. Wer weiß, wo es hingeht. Ich noch nicht. Bis dahin. Bleibt gesund und munter.